Mal schnell zu Phasenverschiebung und Interferenz. Also mal schnell zur Phasenverschiebung zu Anfang. Ich hatte, und jetzt achtet auf den Link, guckt euch die 40 Sekunden an. Ich hatte mal eine Schwingung erzwungen und da habe ich einen Versuch gemacht, das habe ich mal vorgeführt. Klickt hier ruhig auf den Link, guckt es euch kurz an. Muss ich hier nicht so viel erzählen. Das Video wartet hier, ihr verpasst nichts. Also, ich hatte eine Kugel, wenn ihr sie jetzt wieder zurück gekommen seid. Ich hatte jetzt keine Kugel, sondern ich hatte ein einfaches Pendel. Die Pfeile hier oben bedeuten den Bewegungszustand. Ich war der erregende Teil, das war der schwingende Teil, der Resonator, also dieses Pendel. Ich habe die Hand dahin bewegt, das wäre jetzt dieser Zustand, ne? Nächste Phase, nächstes Bild sozusagen. Die Kugel blieb noch da, hat eine Kraft nach da erfahren, hat sich auch nach da bewegt. Ein Zwischenbild, sie wurde schon gar nicht mehr so schnell und als sie dann der Hand gefolgt war, habe ich die Hand wieder zurückbewegt und die Kugel musste wieder zurückschwingen und so weiter und so fort. Das heißt, meine Ursache, das heißt die Erregerschwingung, die eilte der Schwingenden des Resonators um Pi halbe oder 90 Grad voraus. Ich musste also erst was tun, dann konnte ich was bewirken. Ich musste also erst erregen mit entsprechender Amplitude und dann kam erst langsam das Pendel hinterher. Das nennt sich Phasenverschiebung. Also dieses, wenn man die Wellen jetzt übereinander malt, diese Graphen, Sinus und Cosinus, das ist hier Cosinus, dann eilt der Cosinus dem Sinus voraus um 90 Grad. Komme ich gleich drauf, wo das noch aufpasst. Aber was hat es bei Interferenz für Auswirkungen? Hier wieder aufs Video gucken, da habe ich extra ein Video über Interferenz gemacht. Also, ne, das wartet hier, kein Problem. Kurz gesagt, wenn Wellen aufeinander zu laufen, in Anführungsstrichen laufen, und dann irgendwann zusammenkommen. Und ich habe es ideal getroffen durch Zufall, dass die Phasen beide übereinstimmen. Hier zeigen sie beide ins Negative. Dann wird sich aus beiden Störungen des normalen Pegels, das ist hier der Normalpegel hier, dann wird sich aus beiden Störungen eine resultierende Welle ergeben, die doppelt so in diesem Fall, weil die zufällig gleich groß sind, die doppelt so weit, also die eine Amplitude von grün und die andere von orange, die sich doppelt so weit nach unten bewegt. Das nennt man konstruktive Interferenz. Wie gesagt, hier oben im Video, da gehe ich noch ein bisschen genauer drauf ein. Das heißt, hier ist Delta Phi, die Phasenverschiebung, 0. Wenn ich es jetzt aber blöd treffe und jetzt übertreibe ich und Delta Phi gerade Pi oder 180 Grad ist, dann treffen hier Wellenberg und Wellental von den beiden unterschiedlichen Wellen aufeinander. Die treffen aufeinander und was passiert? Die löschen sich gegenseitig aus. Löschen, sich zerstören, destruktive Interferenz. Was braucht man oder wo braucht man den ganzen Kram? Ihr könnt ja mal folgenden Versuch machen. Ihr geht mal auf den Spielplatz, egal wie alt ihr seid, und macht mal die falschen Beinbewegungen beim Schaukeln. Die Beinbewegungen selber, die halten uns ja schön in Schwung, sagt man so locker. Wenn ich die genau verkehrt rum mache, dann kann ich aus einer Schaukelbewegung wieder einen Stillstand machen, wenn ich es schlau mache. Oder man macht das auch, den Schall durch entsprechende Phasenverschiebung, nämlich genau 180 Grad auslöschen, sodass plötzlich Stille ist. Das gibt es solche, zum Beispiel bei Kopfhörern, die man gerne im Flugzeug aufsetzen darf. Da wird der Schall von draußen negativ nochmal innen in die Muschel gespielt, sodass der sich auslöscht. Da hat man dann wirklich schön Ruhe. Oder bei RC, also Widerstandskondensator oder Induktivitäten und Kondensatorengliedern, sagt man in der Elektronik gerne, da eilt die Spannung dem Strom voraus. Die Spannung muss erst da sein, dann kann ein Strom sich aufbauen und so weiter und so fort. Vielleicht mal für die, die diesen Musikeffekt noch das Phasing kennen, da macht man es absichtlich, dass man den Schall um mehr als 360 Grad, meistens noch weit über 700 Grad, extra Phasen verschiebt und wieder einspielt. Und dann hört sich das so wahnsinnig komisch, nicht komisch, seltsam rauschend, so sich überschlagend an. Das ist ein schöner Effekt, hat man in den 70er Jahren mal gemacht, macht heute kein Mensch mehr. Aber das war interessant zu hören. Stereoskopisches Hören. Nehmen wir an, ich habe hier eine Schallquelle, das ist meine Rübe von oben, und die Schallquelle sendet Druckwellen aus. Dann erreicht der eine, das zum Beispiel der eine Wellenberg, das Ohr, und da ist hier noch ein Tal. Es liegt an der Phasenverschiebung, das stereoskopische Hören, es liegt aber auch in der Laufzeit. Das heißt, das Ereignis ist ein bisschen eher
bei dem rechten Ohr in diesem Fall, als dieses gleiche Ereignis hier beim linken ankommt. Auch damit hat es zu tun. Und so weiter und so fort. Guckt einfach mal im Internet, bei Wikipedia oder sonst was nach. Sehr interessante Beispiele beim Licht und. Ich hoffe, das hat nochmal, was das Thema Interferenz und vor allem Phasenverschiebung betrifft, doch nochmal die ganze Sache ein bisschen besser verstehen lassen. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.